Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vloggy. Ein bisschen hat es gedauert, dass ich wieder im Vloggy-Style unterwegs bin, aber jetzt, ja, habe ich wieder Bock drauf und möchte ich ein bisschen durch den Alltag mitnehmen. Es sind ein paar Dinge geplant, ob ich die alle in ein Vloggy packe. Ich bin momentan ein bisschen weird, ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge Videos kommen, das sage ich auch gefühlt in jedem Video. Irgendwie bin ich da momentan ein bisschen, ja, mit Chaos beschäftigt. Ich weiß nicht, was los ist und was es liegt. Der heutige Look ist übrigens ein Video, tatsächlich ein Flop-Video. Man glaubt es gar nicht, aber sind Produkte, die mich nicht so begeistert haben. Ja, der Titel ist auch, hat schon was mit Flops zu tun. Da möchte ich gar nicht so weit vorausgreifen, weil vielleicht, und da wiederhole ich mich, habt ihr es schon gesehen. Ja, aber da lohnt es sich auf jeden Fall immer wieder auf meinem Kanal vorbeizuschneiden oder ein Abo dazulassen, dass ihr eben sowas nicht verpasst. Wie gesagt, das Video habe ich gerade gedreht. Wir haben bei mir Feiertag. Ich habe heute ein bisschen was geplant. Ich fahre nachher zu meiner Schwester, meinem Schwager. Wir werden gemeinsam Mittagessen. Wir haben uns überlegt, wir werden wahrscheinlich bestellen. Mal ganz auf easy peasy, keiner macht was, wir bestellen einfach. Mein kleiner Schatz, mein Neffe ist momentan ein bisschen schwieriger, hat so eine leichte Bauchwehphase, die für alle anstrengend ist, hauptsächlich natürlich für meine Schwester. Und da machen wir uns heute einen gemütlichen Nachmittag. Wir haben auch dann noch von einer Freundin Besuch. Also ich glaube, dass das heute ganz angenehm wird. Ich freue mich riesig drauf. Habe mich eben fertig gemacht. Die Haare werde ich nochmal ändern. Ich bin irgendwie nicht zufrieden damit. Irgendwie, glaube ich, ist ein Friseurbesuch auch bald wieder notwendig. Irgendwie habe ich Probleme aktuell mit meinen Haaren. Ich versuche mir Locken zu machen, die halten dann. Also das ist jetzt schon Tag 3. Nicht unbedingt, ich finde, dass die jetzt nicht toll gestylt ausschauen, ist nicht unbedingt das, was ich feiere aktuell. Ich weiß es nicht. Ein bisschen chaotisch alles hier bei mir. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt die Chance noch nutzen. Ich habe noch gut eine halbe Stunde Zeit. Und schwenke euch mal, weil ich zeige euch mal so behind the scenes, wie hier alles aussieht. Und zwar habe ich hier ganz klassisch mein Video gerade gedreht im Wohnzimmer mit meinem Bügelladen, wie ihr es gewohnt seid. Ihr seht einen Haufen Produkte, aber wie gesagt, das ist dann in einem anderen Video Thema. Und ja, absolut unspektakulär, muss man sagen. Ja, ist halt einfach so, aber ich möchte auf jeden Fall jetzt mit euch die neue Schminkbox packen. Für alle, die den Schminkbox-Themen noch nicht irgendwie begegnet sind, obwohl es ja zwei Videos dazu gibt, das Schminkbox-Thema für die kommenden Monate ist Pastellparty, ein cooles, cooles Thema. Ich werde mich natürlich dann mehr wahrscheinlich auf die Verpackung konzentrieren, weil ja, nur auf Farben oder so wird schwierig, deswegen werde ich versuchen, einfach pastellige Verpackungen rauszufischen, die dann zu benutzen. Und ah, das macht so viel Spaß. Und ich muss auch sagen, die letzte Schminkbox, die ich eben auch schon abgedreht habe, mega, mega. Und eure Themen dazu sind auch richtig, richtig cool. Also ich glaube, bis in den Herbst hinein werden wir da auf jeden Fall Spaß haben, ohne neue Themen zu brauchen. Ich habe dann noch zwei im Petto, die mich interessieren. Das seid auf jeden Fall gespannt und die Schminkbox möchte ich mit euch packen. Ich liebe das, wenn ihr mitbestimmt, was in die Schminkbox noch rein soll. Das werdet ihr auch diesmal dürfen und das hat mir echt, echt Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und deswegen quatsche ich da jetzt gar nicht lange und wir packen die neue Schminkbox. Ich bin schon am Weg in mein Zimmerchen und ich darf euch mal ein bisschen den Chaos zeigen. Glaubt ihr, habe ich ein leichtes Beauty-Problem? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so viel hier aufgebaut. Und einfach nur schwierig. Ja, ich muss das hier echt in den Griff bekommen, aber irgendwie fehlt mir Motivation. Ich glaube, Motivation ist so das richtige Wort dazu. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich weiß, dass das irgendwann alles so perfekt ist, wie ich es mir vorstelle. Aktuell bin ich auch sehr motiviert, wieder zusammenzuräumen, herumzuschlichten. Wer weiß, was ich alles so in den nächsten Tagen und Wochen schaffe. Ein bisschen was werde ich euch natürlich wie immer zeigen. Ihr kennt das, dann nehme ich euch immer gern mit. Aber jetzt schauen wir uns die Schminkbox an.
Wir starten. Hier oben habe ich eine leere Kiste, wo wieder alle Produkte hineinkommen. Ihr dürft wie immer dann auch abstimmen. Ich zeige euch die Produkte und hoffe, dass da reichlich von euch Feedback kommt, was ihr in der kommenden Schminkbox sehen wollt. Pastellparty. Wir werden uns auch natürlich an die Farben richten, so gut wie es mir möglich ist. Hier unten habe ich jetzt die Good Things Take Time Kiste vorbereitet, falls ich da ausweichen muss, und daneben meine kleine Schwester davon. Ja, die Lippenprodukte habe ich mir schon hier aufgestellt, die möchte ich unbedingt in die Schminkbox packen, vielleicht nicht alle, aber zumindest einen mal zum Testen. Und wir starten jetzt einfach mal mit den Foundations oder mit der ersten Kategorie. Ich mache wieder alle Laden auf. Ich versuche ich nur gerade da irgendwie gut abzustellen. Gar nicht so einfach. Ich glaube, so sollte es funktionieren. Okay, wir starten mit Primern und mit Concealer. Und bei Primer, Pastell, gar nicht so einfach. Das hat schon Pastellcharakter, würde ich sagen. Den hatten wir erst. Aber ich finde auch das hier ist was Pastelliges. Na, eher pearlig, oder? Ich glaube, wir bleiben bei dem. Da haben wir dieses Orange, was ein bisschen pastellig ist. Finde ich ganz gut, nehmen wir. Und bei den Concealern habe ich das Glück, es sind die Produkte aus der letzten Schminkbox noch nicht einsortiert, dass es eben auch nicht doppelt passieren kann. Ich habe aber das Glück, dass ich den noch in einer zweiten Variante habe. Den hatte ich jetzt in der Schminkbox etwas dünkler und jetzt nehme ich einfach den hellen, weil dieses Grün das Pastell aufnimmt. Erste Lade erledigt, wir kommen zur zweiten. Und die zweite sind Foundations. Und auch da wollen wir natürlich was Pastelliges irgendwie nutzen, wenn es geht. Da hätte ich einmal die Möglichkeit, auf die hier zurückzugreifen, wobei Pastell ist es tatsächlich nicht. Aber die hinten hier kann ich mir auch anschauen. Ich glaube, ich würde gerne mal die hier testen. Die habe ich von meiner Schwester bekommen. Und die hat dieses sanfte Rosa, pastellige Rosa. Die werden wir mal reinpacken. Aber ich brauche natürlich auch irgendwas, wo ich sage, mit dem komme ich auf jeden Fall klar. Ich glaube, ich werde die... Soll ich wieder die Trended Up? Die hatten wir doch auch erst. Das wäre doch ein bisschen gut. Gar nicht so leicht, sich dann eine weitere auszusuchen. Ich könnte aber natürlich auch ganz auf die Farbe verzichten und einfach eine nehmen, wo ich sage, die ist schlicht. Ich werde einfach nochmal von Rival The Loop das Hyaluron dazu packen. Nicht, dass mir die schlecht werden. Das mag ich an sich und das weiß ich, dass es funktioniert und ist halt nicht pastellig. Ja, gute Auswahl. Nächste Kategorie. Puder. Ein pastelliges Puder. Auch das wird sicher nicht so einfach. Hoppla, da kippt ihr mir gleich. Pastell. Zählt das unter Pastell? Ich würde sagen, das Gelb hier unten auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden uns für dieses Too Faced entscheiden. Finde ich ganz süß. Ich muss euch jetzt nur kurz ein bisschen halten, weil sonst kippt mir alles. Das ist ganz niedlich. Nehmen wir das. Finde ich gut. Es geht weiter. Augenbrauen und Mascara. Das sind die Produkte, die offen sind und das sind meine Backups. Aber natürlich, wenn wir das Pastellige im Backup haben, würde ich es natürlich auch mit aufnehmen. Aber da haben wir farbtechnisch ja gar nichts. Jetzt ist halt die Frage, haben wir was im Backup, was pastellig ist? Das finde ich zu quietschi. Und auch die sind meiner Meinung nach, haben mit Pastell jetzt nicht so viel am Hut. Auch das Lila nicht unbedingt. Ist das Pastell? Ich weiß es nicht. Schwierig. Ich glaube, ich bleibe bei den offenen, schnapp mir da einfach zwei und nutze die. Ich werde mir schnappen vielleicht mal den hier, den ich eigentlich mal ausmisten wollte. Ich nehme mir mal den und dazu irgendein Augenbrauengel. Dann nehme ich wie immer klassisch den Browsetter. Ist ja jetzt nicht die spannendste Kategorie. So, dann sind wir bei Mascara angekommen. Beide habe ich
ich verrate noch nicht zu viel. Die in der aktuellen Schminkbox waren beide Mascaren nicht der Reißer. Und jetzt brauchen wir was Pastelliges. Die einzigen, die ich offen habe, sind diese zwei kleinen hier und die Sky High, die ich schon mit euch getestet habe, die aber für mich jetzt nicht pastellig ist. Das heißt, wir werden uns auch hier wieder an unser Backup-Körbchen trauen. Das ist zu heftig. Ich finde die sehr pastellig. Die wirkt in der Kamera bläulicher, aber im Vergleich ist die schon sehr pastellig. Die werden wir testen. Und eine zweite, dass ich immer eine Variante habe zum Ausweichen. Ich schaue jetzt gerade, ist die pastellig? Mal schauen, wie die innen aussieht. Ja, die ist ziemlich pastellig, würde ich sagen. Dann wird das die zweite, die wir uns in die Schminkbox packen. Bin gespannt. Das ist von Tarte die Tartelette. Mal schauen. Die nächste Schublade sind Fixing Sprays und Stifte. Und da fangen wir mal mit den Fixing Sprays an. Der ist mir tatsächlich nicht pastellig genug. Das sind jetzt natürlich nur die, die offen sind. Eigentlich wäre ja das auch ein Pastellton, würde ich sagen. So ein fliederfarbener. Ich glaube, wir werden den wieder in die Schminkbox packen. Finde ich gar nicht schlecht. Sonst sind alle ein bisschen zu quietschig. Der ist ja auch nicht wirklich Pastell da hinten da. Der ist ja eher nudig. Ich glaube, wir werden den als Pastell durchgehen lassen. Der ist auch noch gut gefüllt. Vielleicht bekomme ich ihn ja auch dieses Monat oder diese Schminkboxzeit ja auch leer. Erstes Produkt und dann, wisst ihr, bei den Stiften bin ich ja nicht so, dass ich jetzt alles durchschaue. Das heißt, ich greife hier wild hinein, schnapp mir Stifte in der Hoffnung, dass Pastelltöne dabei sind. Moment. So, ich habe mir ein paar Stifte geschnappt und wir schauen mal. Wir haben hier ein Hot Chocolate, hat mit Pastell leider nichts zu tun. Ein Rainforest, so ein Olivgrün, auch nicht. Von den Calligraphs habe ich die Farbe Off Tropic, das ist aber eher so ein Petrol. Dann habe ich hier so einen Stift aus der My Little Box rausgefischt, das ist aber eher so ein Braunton. Also auch nichts, ich zitter richtig. Aber den finde ich sehr pastellig. Auch von den Calligraphs und der ist in einem Blauton, den kann man nur schwer. Der ist halt, kommt in der Kamera dunkler rüber, ist aber eher hell. Und das ist die Farben Ocean Flirt 020. Wenn er jetzt fokussieren würde, wäre mir das natürlich noch lieber. Hier, den nehmen wir. Den schwarzen habe ich ja sowieso drinnen und dann haben wir zumindest einen farbigen. Finde ich gut. Packen wir dazu. Von den Single-Lidschatten habe ich vorher schon durchgesehen, ist nichts dabei, was pastellig ist. Deswegen schauen wir in die nächste Kategorie. Und die nächste Kategorie sind Lippenprodukte und Facepaletten und Bronzer. Lippenprodukte, ihr wisst es, greife ich auch immer gerne querbeet hinein. Ich schaue einfach von oben drauf, ob ich irgendwas Pastelliges entdecke. Wenn nicht, fange ich jetzt an zu wühlen. Da geht es mir ja, wie gesagt, eher nur um die Umverpackung. Pastell ist ja da kaum vorhanden. Ich habe ja, wie gesagt, die Lip Tints, die ich da oben stehen gehabt habe. Da werde ich auf jeden Fall einen nehmen. Aber ich hätte halt schon gern noch irgendwas aus der Kiste auch wieder rausgenommen. Pastellig ist halt da echt schwer, muss ich sagen. Also da habe ich jetzt nicht die mega Auswahl. Pastell ist hier nicht vertreten. Okay, dann werde ich einfach was nehmen, was die Lip Liner betrifft, dass ich zumindest Lip Liner habe, ziehe mir da zwei jetzt raus und habe mich entschieden für den Lip Pencil Soft Precise in der Farbe 02 Happy von Essence. Das ist so ein Rosenholzton und auch einer von Douglas in der Farbe 2 Beyond the Rose. Auch das sind sehr ähnliche Töne, das macht aber nichts, dann packe ich mir die einfach rein. Wir kommen zu Face-Paletten. Dafür muss ich die Lippensachen mal kurz hinausgeben.
Und da schauen wir einfach, ob wir was Pastelliges entdecken. Gar nicht so einfach. Pastellig. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht ganz nett. Es ist nicht so spannend, aber auf jeden Fall mal einen Test wert. Blush und Bronzer. Finde ich ganz nett. Nehmen wir. Und dann sind wir auch schon bei den Bronzern angekommen. Moment, ich verschiebe hier alles. Und bei den Bronzern brauchen wir natürlich auch was Pastelliges. Einen Schwenker für euch, dass ihr das schön verfolgen könnt. Pastell, puh, auch hier nicht unbedingt vorhanden. Naja. In Pastell habe ich tatsächlich nichts. Deswegen würde ich jetzt einen von denen hier nehmen, die einfach keine Farbe an sich haben und entscheide mich einfach jetzt mal für den letzten. Lahia Wild Savanna. Ja, finde ich gut. Dann werden wir einfach den hier benutzen. Man kann ja nicht immer pastellige Sachen haben und ich kann ja auch noch in der Wunderkiste schauen. So, nächste Kategorie. Hier muss ich ein bisschen schlichten. Nächste Kategorie sind Highlighter. Pastell ist angesagt. Und was ist pastelliger als der My Little Pony Highlighter? Ich glaube, da ist die Entscheidung sehr schnell gefallen. Den einen werde ich mir in die Schminkbox packen. Ist was Spezielleres und finde ich gut. Auch Blush ist dann wieder natürlich so ein Thema für sich. Da bin ich dann ja wieder hier meine Kuschelsocken und meine Kuschelhose. Man ist nicht immer top gestylt. Auch nicht für ein YouTube-Video. So, wir sind wieder bei Pastell angekommen. Ich bin sehr gespannt, was wir da rausfischen werden. Ich gehe da mal so quer durch die Sammlung und schaue, was mich da so anlacht. Es irgendwas gibt, wo ich gleich sage, das juckt mich oder das ist für mich pastellig von der Verpackung her oder so. Ich finde den hier, glaube ich, spannend. Aber der ist halt nicht, der ist innen, hat der einen schönen Peach-Ton, aber nicht dieses Pastellige in der Umverpackung. Das Licht fängt es eher orange an, also der wird es nicht. Und dann müssen wir hier noch schauen. Pastell. Der, würde ich sagen, ist pastellig. Den werden wir mal in die engere Auswahl geben. Ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Auch die Kiste gebe ich kurz raus. Hier haben wir noch vielleicht. Der finde ich ist auch spannend. Den gebe ich aber jetzt mal. Oder warte, ich schaue mir den hier auch noch an. Tut mir leid, dass jetzt das Bild so schlecht ist. Moment, ich versuche euch anders aufzubauen. So, sorry. Beide spannend, aber ich glaube, der ist mehr in die Pastellrichtung. Den gebe ich mal raus, ob wir ihn nehmen. Schauen wir mal. Hier noch Pastell. Da finde ich tatsächlich den wieder sehr pastellig. Da entscheidet ihr mal. Einen der beiden werde ich nutzen. Entweder den Too Faced, das ist der Apricot in the Act, oder der Benefit Christay. Einer der beiden, den packe ich noch dazu. Sagt mir sehr gerne, welcher euch mehr interessieren würde. Da seid jetzt ihr wieder gefragt. Ich muss es sagen, seitdem ich meine Couch habe, sitze ich auf der so gerne und habe jetzt das alles hier mit hergenommen, weil es einfach so umständlich ist, es sonst zu zeigen. Wir haben hier jetzt nochmal die Kiste, die ich euch immer zeige, wo die Produkte sind, die getestet gehören und auch hier diese kleine Kiste daneben. Ich habe die Produkte, die zur engeren Auswahl kommen, auch mitgenommen und auch das spannende Thema, die Paletten. Aber jetzt schauen wir noch in die Kiste, ob ich was finde, was ich gerne reinpacken möchte. Und was ich euch auch zur Auswahl geben kann. Ich rutsche jetzt mal ein bisschen rüber, dass ihr mich ein bisschen wuseln seht. Ich finde, der Blush ist sehr pastellig. Den werde ich mit aufnehmen. Und ich möchte auch super gerne
einen von diesen neuen hier aufnehmen. Da werde ich mich jetzt für die orangene Variante entscheiden. Denn dazu habe ich mir auch diesen Lip Tint genommen, dass da eine Kombi entsteht. Die beiden packe ich auf jeden Fall in die Schminkbox. Und dann würde ich mich noch für ein letztes Produkt entscheiden, wo ich sage, ja, möchte ich gern testen. Pastellig würde ich auch den hier gerne noch reinpacken. Diese Muschelgeschichte ist zwar jetzt eher sommerlich, aber da geht es um diesen Pastellton. Packe ich auch hinein. Und jetzt packe ich noch ein paar Produkte für euch zusammen, wo ich sage, ihr könnt noch ein bisschen entscheiden, was wir testen. Ich schaue nur gerade durch, ob es irgendwas gibt, wo ich sage, das ist so oberpastellig oder weiß ich nicht, was ich sagen soll. Auch der ist eigentlich pastellig. Ich nehme jetzt gerade mal nur einfach alles in die Hand, damit wir da mal einen Überblick finden. Ich merke, es wird auch sehr. Ist der pastellig eigentlich? Eigentlich schon auch, oder? Schauen wir mal. Gar nicht so einfach. Und jetzt schaue ich noch da in der kleineren Kiste. Da ist auch der sehr pastellig. Auch der, auch wenn in der Kamera nichts rüberkommt. Ich glaube, ich habe mich für ein paar Produkte entschieden, die ihr entscheiden könnt, was wir nehmen. Und baue die euch mal hier auf. Also als erstes, ich habe mich jetzt für vier Produkte entschieden und ihr entscheidet halt dann, was es wird. Und was ich witzig finde, ich glaube, es sind ausschließlich Blushes. Es wird eine sehr, sehr spannende Schminkbox, wenn ich so viele Blushes teste. Aber gut. Punkt 1, Natasha Denona Puff Paint Liquid Blush Serum in der Farbe Daya. Das sieht innen nämlich so aus und finde ich sehr, sehr spannend. Das ist das Erste, was ich euch zur Auswahl gebe. Dann aus der aktuellen Catrice Seeking Flowers LE, der Cream to Powder Highlighter in C02 Epiglow. Dass wir auch einen Highlighter haben. Da war ich ja beim Anwenden ja eher mittelmäßig begeistert, muss ich ja ehrlich sagen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, den zu testen, aber wie gesagt, das entscheidet ihr. Dann aus meinem Geburtstagsgeschenkeberg einen Blush, und zwar den hier. Und der ist auch sehr pastellig, würde ich behaupten. Und zwar sieht er innen so aus, da ist mir die Umverpackung schon kaputt gegangen. Ist eher so Lip and Cheek, aber auch sehr hübsch. Da ist die Umverpackung und das Produkt auch sehr pastellig. Da könnt ihr auch einfach kommentieren, wenn euch der interessiert, der Herzblush, dann weiß ich, was gemeint ist von eurer Seite. Und zuletzt von Colourpop, der Fresh and Peachy, den ich von der lieben Nicole bekommen habe in der Trash-Tauschaktion oder in ihrem Paket einfach. Finde ich auch sehr schön. Ja, also eigentlich drei Blushes, ein Highlighter. Schreibt mir, was ich auch noch in die Schminkbox packen soll. Das hat ihr gefragt. Und vergesst doch bitte nicht, es gibt auch noch die nächste Kategorie, die ich euch vorher schon gegeben habe. Einen dieser beiden würde ich ja auch reinpacken oder wenn viele Stimmen kommen, auch beide. Aber dann kann ich euch sagen, nachdem ich selber schon einiges an Blush reingepackt habe, ja, da habe ich einiges und viel zu testen. Aber immer ab in die Kommentare. Und jetzt werden wir uns noch eine der spannendsten Sachen anschauen und das sind die Lidschattenpaletten. So, bei den Lidschattenpaletten habe ich wieder eine Vorauswahl getroffen und durch die ganze Sammlung zu gehen, würde einfach den Rahmen eines Vlogs und auch eines Videos sprengen. Ich habe mich jetzt für drei Paletten entschieden, die für mich sehr pastellig sind, sowohl von der Umverpackung, innen nur teilweise, das macht aber nichts. Entschuldigung. Und die ist auf jeden Fall in die Schminkbox schaffen und dann habt auch ihr wieder die Auswahl. Ich zeige es euch schnell und zwar von Make-up Obsession die Angel Energy Palette. Von außen finde ich sie sehr pastellig und so Engelchen finde ich süß und innen ist sie pastellig bunt. Könnten spannende Looks entstehen. Die nächste ist eine Palette, wo ich froh bin, dass sie vom Aussehen her sehr pastellig ist. Das ist nämlich eine Cosmic Brushes Palette, die ja erst neu bei mir eingezogen ist und innen ist sie sehr, sehr
kräftig intensiv. Ich bin super gespannt, die auszutesten. Und die letzte ist die Glam Light, mein kleiner Eiswagen, die von der Palette her super, aber super pastellig ist und die jetzt auch ihren Auftritt bekommen wird und innen auch super pastellige Farben hat. Das ist die Auswahl, die ich getroffen habe. Ich hoffe, ihr seid mit der Auswahl zufrieden. Es sind drei Paletten, wo ich schon echt ordentlich was schminken kann, austesten kann, die mir von der Umverpackung her super pastellig sind und ich glaube, eine schöne Auswahl bieten. Und jetzt seid ihr gefragt, denn ich gebe euch auch nochmal drei Paletten zur Auswahl, wo ihr natürlich auch abstimmen könnt, wie viele hineinkommen oder ob es nur eine wird. Das entscheidet dann das Ranking. Umso mehr Stimmen ich für etwas bekomme, umso mehr packe ich auch in die Schminkbox, auch wenn sie dann länger dauert. Erstens mal von Rival Loves Me die Le Petit Paris Palette. Ich finde, die schreit Pastell. Und deswegen würde ich die euch zur Auswahl geben. Oder von BH Cosmetics die Opal Oktober Palette, weil die Verpackung sehr pastellig ist und auch innen die Farben, ja, bieten gut was zum Austesten. Und zu guter Letzt, passend zum Highlighter, den ich reingepackt habe, die Catrice My Little Pony Palette. Pastellig braucht man gar nicht sprechen und innen ist sie das auch. Und würde daher auch für mich als Auswahl machbar sein. Ja, diese drei Paletten gebe ich euch zur Auswahl, welche davon noch in die Schminkbox kommen soll. Oder sollen es vielleicht alle drei sein? Soll es keine sein? Ihr müsst auch dafür nicht abstimmen, ihr kennt da meine Meinung. Und jetzt zeige ich euch noch flott, was schon alles in der Schminkbox ist. Ich hoffe, ihr habt alle Produkte gesehen. Also ihr habt da drei Stöße, wo ihr wieder Entscheidungen trefft. Ich lege es euch nochmal zusammen auf, dass ihr auch sagen könnt, was für euch interessant ist und wo ihr sagt, ja, da ja, könnt ihr jetzt wählen, was da so in die Schminkbox noch wandert. Es ist nicht zu viel, sehr blushlastig, macht aber gar nichts. Ist halt einfach anscheinend, wenn es um Thema Pastell geht, eine riesige Kategorie. Ich zeige euch noch schnell die Schminkbox, die fertig ist. So, und das ist schon mal die Schminkbox mit den Paletten, die ich jetzt einfach nur so hinten dran gelegt habe. Also die seht ihr jetzt nicht, aber die muss ich ja dann in die Kiste dazu packen, beziehungsweise in mein Körbchen. Ja, ich habe also doch einiges an Blushes mir reingepackt, wie man sieht. Vier Blushes sind auf jeden Fall mal fix in der Schminkbox. Schauen wir mal, was ihr noch dazu gebt. Ich habe tatsächlich nur einen Highlighter mir selber ausgesucht und auch nur einen Bronzer. Das könnte auch spannend werden. Und ja, ich habe aber auch noch die Palette, wo der Bronzer drinnen ist. Dann teste ich die vielleicht auch gut, wenn ich da wirklich nur einen Solo-Bronzer drinnen habe. Zwei Foundations, ein Fixing Spray. Der Rest ist eher sehr überschaubar. Aber dann kann ich mich auch richtig gut mit Blushes durchtesten. Vielleicht kann ich dann noch irgendein cooles Blush-Video machen, wenn ihr da viele reinwählt. Wir werden es sehen. Ja, stimmt super gerne ab. Ich freue mich drauf, wenn ihr mir wieder Input da lasst, was rein darf, was nicht. Ich bin super neugierig, was ihr entscheiden werdet. Und schwenkt euch mal. So, ich habe euch jetzt geschwenkt in einer schlechten Position, wo man mein Doppelkinn sieht. Ich werde euch vielleicht ein bisschen raufstellen. Moment. So, ich glaube, so ist es eine Spur besser. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall Gas geben. Ich habe jetzt noch gut 15 Minuten Zeit, mich fertig zu machen, zusammenzupacken, meine Haare noch irgendwie ein bisschen besser zu stylen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Vergesst das nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, wie, was, wo, wann ihr gerne welche Produkte sehen möchtet. Und ja, ich werde mich fertig machen, werde losdüsen. Freue mich auf den gemeinsamen Tag mit der Family und mit meiner Freundin. Und ja, vielleicht kann ich euch ein bisschen was einfangen. Ja, schauen wir mal, was im Vlogi noch weiter so passieren wird. Ein bisschen Gedanken habe ich noch. Ich habe auch eure Fragen mittlerweile rausgeschrieben für diesen Q&A-Teil. Der wird vielleicht auch in dem Vlogi noch mit aufgenommen. Mal schauen, wie viel ich jetzt schon durch die Schminkbox verbraucht habe. Wir warten einfach ab und ich mache mich fertig und mal schauen, was wieder kommt. Ein paar Tage später wieder auf meiner Couch. Bei mir ist mittlerweile Freitag. Ich bin gerade von der Arbeit
nach Hause gekommen, also das ist jetzt schon gut ein, zwei Stunden her. Ich habe gerade einen Make-up-Look abgedreht. Das werdet ihr, ich glaube, erst nach dem Vlog sehen. Ich war heute hochmotiviert, habe mich wieder abgeschminkt und diesen Make-up-Look gezaubert, den ich unglaublich hübsch finde. Wie und was und warum der so entstanden ist, seht ihr dann in einem anderen Video. Es ist bei mir nach wie vor traumhaftes Wetter, also wirklich, man kann sagen, der Frühling ist mehr als da, was richtig cool ist. Ja, um den letzten Schnipsel aufzunehmen, wir hatten einen wunderschönen Feiertag, wir haben super lecker gegessen. Ich blende euch irgendwo meine Pizza ein. Oh, die war so, so gut. Ich bin absoluter Pizza-Fan und Spinat auf der Pizza ist für mich so, das geht immer. Ja, irgendwie super lecker, ich weiß nicht. Ich habe es mir jetzt trotzdem noch gemütlich gemacht, weil ich noch motiviert bin, beziehungsweise eher so ein chilliger Teil noch offen ist. Und zwar habt ihr mir sehr, sehr viele Fragen zum Thema Vloggy, Alltag. Ja, da kam ziemlich viel zusammen. Ich habe mir da eine ganze Liste geschrieben, was ihr so an Fragen für mich habt oder auch Videowünsche, auf die ich jetzt einfach ein bisschen eingehen möchte. Eher so ein gemütlicher Teil von einem Vloggy. Und was auch sehr cool ist, ich habe es schon aufgemacht, weil ich ja neugierig bin, aber ich zeige es euch schnell. Meine My Little Box für Mai ist angekommen. Die schauen wir uns nachher auch noch gemeinsam an. Ja, ich habe mir auf jeden Fall etwas zu trinken vorbereitet. Einen Eistee, damit ich auch genug Stimme habe, eure Fragen zu beantworten. Macht es euch gemütlich. Ich trinke noch einen Schluck und dann starten wir mit den Fragen. Also, zu den Fragen. Ich nehme mal so allgemein die Themen auf, die an Videowünschen mal gekommen sind, bevor wir zu den eigentlichen Fragen kommen. Ihr hättet richtig, richtig Bock auf Alltagslook, Styling of the Day, Look of the Day. Also da ist ziemlich viel Feedback von euch gekommen, was ich sehr spannend finde, weil das so überhaupt nicht das ist, was ich bis jetzt gezeigt habe. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, ja, vielleicht ist das für mich irgendwie umsetzbar. Wie genau, weiß ich noch nicht. Ich glaube auch nicht oder ich bin noch nicht sicher, ob ich das im Vloggy-Style schaffe. Und wenn, dann sind das dann wirklich so Weekly-Looks oder so, dass ich sage, ich schaffe es mal vielleicht so 3-4 Looks zusammenzufassen, euch zu sagen, mit was ich mich geschminkt habe, was ich anhabe, von wo ich es habe. Ist halt immer schwierig, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich fertig mache für die Arbeit, habe ich in der Früh absolut zu wenig Zeit, um da noch vielleicht für 5 oder 10 Minuten die Kamera aufzustellen. Aber ich werde auf jeden Fall mir irgendwas überlegen, wie ich das umsetzen kann. Und wenn ihr da Ideen habt, wie ich es umsetzen soll oder ob ich das nur mit Fotos machen soll, dann darüber sprechen soll, dann lasst mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie ihr das gerne hättet oder ob das ein eigenes Video werden soll oder nicht so im Vloggy-Style. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen die Inspiration, wie ich es umsetzen soll. Machen würde ich super gerne, wenn ihr dran Interesse habt. Zweites Thema, eine Roomtour war angefragt, ob ich halt einfach jetzt eine Roomtour von der gesamten Wohnung machen kann. Und ich muss euch ehrlich sagen, und da möchte ich wie immer transparent bleiben, eine richtige Roomtour werde ich an sich so nicht machen. Ich glaube, alle, die die Vlogs verfolgt haben, haben eine kleine Roomtour im Kopf, wie die Wohnung angelegt ist, weil ich doch viel gefilmt habe, aber so einmal durch die ganze Wohnung, das möchte ich einfach nicht. Ein bisschen was muss privat sein, ich hoffe, dafür ist Verständnis und deswegen wird es so ein klassisches Roomtour-Video nicht geben. Ein Putzroutine-Video. Da war ich fast ein bisschen sprachlos, mich zu begleiten, wenn ich putze, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so das, was nach meinem Geschmack ist, weil ich selber ungern putze. Ich weiß nicht, ob ihr da Motivation dafür kriegt. Ja, so putzen, so wie wenn ich was einräume oder so, das habe ich euch schon gezeigt, aber so richtig, dass ich sage, putzen, wie ich das machen soll und Ding, das habe ich noch nicht wirklich überlegt und bin daher ein bisschen überfordert, das umzusetzen. Ich sage es euch ehrlich und vielleicht könnte ich euch mal, das habe ich glaube ich schon mal angesprochen und dann nie umgesetzt, weil dann das irgendwie untergegangen ist, so meine Putzfavoriten vielleicht, dass ich das euch mal in ein Video packe, was ich so gerne zum Waschen, zum Putzen benutze, welche Helferchen ich gerne mag. Sowas bin ich bereit, gerne für euch abzudrehen oder irgendwie in einem Format zu machen.
Da könnte ich mich irgendwie damit anfreunden, aber so richtig, ich putze mit euch, clean my room und so, das ist absolut nicht das, woran ich Spaß habe, sage ich ganz ehrlich. Und es soll uns ja auch beiden Spaß machen oder uns als Team Spaß machen. Aber ja, wenn ihr sagt, hey, zeig uns mal deine Putzfavoriten, da, ja, das kann ich schon machen, was ich so gut finde, was ich so nicht gut finde, wo ich sage, auf das kann ich nicht verzichten oder so. Das können wir gern machen, dann schreibt es mir das, ob euch sowas interessieren würde, einfach so Putzfavoriten. Das bin ich bereit. Und das letzte allgemeine Thema war eine Badezimmer-Room-Tour, also wie mein Badezimmer aussieht. Und das finde ich eine coole Idee und das nehme ich super gern mit auf. Muss aber ich dazu sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig mit dem, wie es im Badezimmer ausschauen soll, aber das ist im Machen, würde ich sagen, denn ich habe mir noch ein paar Sachen auf Amazon bestellt, die es mir im Badezimmer erleichtern sollen oder hübscher gestalten sollen. Und vielleicht kann ich das dann in Kombi mit dieser Amazon-Bestellung in einem Vloggy aufnehmen, dass wir sagen, wir machen eine Roomtour von meinem Badezimmer, wo ich euch auch zeige, was ich mir geholt habe, damit es besser ausschaut, das auch dann vielleicht gemeinsam ausprobieren, auspacken, hinstellen. Ein Vorher-Nachher so in der Richtung, das stelle ich mir richtig cool vor. Und auch da gerne euer Feedback, ob euch das so interessieren würde. Und dann können wir auch in meine Badezimmerschränke luschern, was ich da drinnen habe. Vielleicht ist da auch dann ein bisschen die Glatte dabei. Ja, da hätte ich Bock drauf. Auch das schreibt mir sehr, sehr gerne. Und jetzt kommen wir erst zu den Fragen. Noch ein schneller Schluck, damit ich auch leichter die Fragen beantworten kann. Und nicht so einen trockenen Mund habe. Die Frage Nummer 1. Ist ein neues Piercing bzw. Tattoo geplant? Gleich mal vorab, mein einziges Piercing, was ich habe, ist das hier oben. Ich habe sonst keine Piercings und auch keine Tätowierungen. Ist in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr selten, dass Leute keine Tätowierungen mehr haben. Gefühlt kenne ich mehr Menschen, die Tätowierungen haben, als Menschen wie mich, die keine haben. Und ich muss das ganz kurz und knapp beantworten. Nein, es ist aktuell nichts geplant. Ich habe tatsächlich die letzten, ja, ich würde sagen, gut 5, 7 Jahre immer wieder tendiert dazu, mich mal tätowieren zu lassen. Und es hätte, um auf das Thema einzugehen, was ich mich dann tätowieren lassen hätte wollen, es wäre eigentlich in die Richtung ein Schwestern-Tattoo gegangen, tatsächlich. Haben wir lange überlegt. Aber dann irgendwie nie umgesetzt. Und ich weiß zumindest nicht, wie meine Schwester aktuell dazu steht, aber irgendwie finden wir es mittlerweile cool, zu den wenigen Menschen zu gehören, die keine Tätowierungen haben. Tatsächlich empfinde ich das mittlerweile so. Ob sich natürlich diese Meinung ändert und sich irgendwas mal verändert, kann ich ja zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Aktuell ist aber nichts in Planung, was mich auch sehr gereizt hätte. Und da habe ich letztes Jahr ganz kurz überlegt, also das war so 3, 4, 5 Wochen in meinem Kopf, ich hätte so gerne eine Tätowierung auf einem Ringfinger, Mittelfinger gehabt. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Das fand ich wirklich sehr lange, sehr, sehr cool und habe kurzzeitig auch überlegt, es machen zu lassen. Der Gedanke ist wieder verworfen worden und bis jetzt nicht mehr aufgekommen. Also nein, es ist nichts in Planung. Die nächste Frage. Meine No-Gos bei Männern. No-Gos bei Männern. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage aufs Charakterliche bezogen wäre oder rein auf das Optische. Ich werde einfach von beiden Kategorien ein bisschen was mit aufnehmen. Ein absolutes No-Go, wenn wir mal auf das Oberflächliche eingehen, ist für mich Ungepflegtheit. Also so im Gesamten muss der Mann für mich gepflegt sein, gut riechen. Wichtig ist mir auch schöne Zähne. Ich finde, das gehört einfach ja zum Erscheinungsbild dazu. Auch schöne Hände finde ich wichtig und vor allem Füße. Das ist so das Oberflächliche. Aber ob der jetzt einen Bart hat, eine Brille hat, dunkle Haare, helle Haare, da lege ich nicht so viel Wert drauf. Es muss mich einfach catchen. Ja, also das so mal zum Oberflächlichen. Und einfach vom charakterlichen, menschlichen her ist für mich ein No-Go, aber allgemein nicht nur bei Männern, sondern auch in Freundschaften oder in zwischenmenschlichen Beziehungen herablassende Art. Also wenn man
herablassend auf Menschen hinuntersieht, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist was Besseres. Sowas mag ich nicht. Und natürlich diese, wenn es jetzt um eine Partnerschaft geht, natürlich diese Klassiker, die, glaube ich, jeder an den Tag legt: Treue, Verständnis und das Ganze setze ich voraus, sage ich ganz ehrlich. Aber so richtig ein No-Go, dieses Herablassende, ja, ich glaube, das ist so das, was mich am meisten abschreckt, wenn irgendwer glaubt, er ist einfach etwas Besseres, weil ich finde, das ist, ja, das macht einen sehr unsympathisch einfach und das mag ich einfach nicht. Die nächste Frage. Mein erstes Make-up-Produkt. Puh. Mein erstes Make-up-Produkt habe ich definitiv nicht mehr. Das wäre ziemlich alt und ich würde mal behaupten, mein erstes Make-up-Produkt war wahrscheinlich eine Wimperndusche. Ich glaube, das ist so das erste, mit dem man vielleicht als junges Mädchen startet, dass man sich so vielleicht mit 10, 11 mal Wimperndusche kauft, beziehungsweise Nagellack oder sowas. Oder vielleicht ein Lippenstift oder ein Lipgloss, könnte ich mir vorstellen, dass meine Mama da das okay gegeben hat, sowas mal zu kaufen und zu benutzen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu schminken und in Klammer auch dazu geschrieben, Nägel lackieren? Also sich anscheinend allgemein für Beauty zu interessieren. Ziemlich früh. Also ich war immer schon so ein klassisches Mädchen. Ich habe es immer schön gefunden, meine Barbies hübsch anzuziehen. Ich habe gerne Barbie gespielt und dass die immer so gut ausgesehen haben und die Haare zu frisieren und Schuhe anzuziehen und den ganzen Schnickschnack drumherum. Und ja, ich glaube, also so mit 8, 9 war sicher auch schon die Begeisterung, irgendwie vielleicht mal eine Strähne sich einfärben zu lassen oder eben die Nägel zu lackieren. Da habe ich sehr früh begonnen. Mit dem Schminken tatsächlich so richtig, die richtige Make-up-Begeisterung, die ich jetzt habe, habe ich noch nicht so lange. Also ich würde sagen, die hat so mit 18 oder so begonnen, dass ich richtig gehypt war von Make-up. Aber dieses normale Schminken, Wimperndusche, ein bisschen Lidschatten, ein bisschen Puder, glaube ich, war dann so mit 13, 14, würde ich sagen. Wohin war deine letzte Reise Urlaub und verreist du dieses Jahr? Meine letzte Reise, also ich würde es als Kurztrip bezeichnen, das war letztes Jahr im Sommer nach Bratislava mit meiner Freundin. Und die etwas weitere Reise oder längere Reise war schon länger her. Ich habe tatsächlich leider schon länger keinen richtig coolen Urlaub gemacht. Aber die letzte Reise war vor 5 Jahren nach Barcelona. Ein kleiner Städtetrip. Ich glaube, da waren wir 4 oder 5 Tage in Barcelona. Meine Schwester, meine Freundin und ich. Und es war das 25. Geschenk, also das Geburtstagsgeschenk zum 25. von meiner Schwester. Und es war ein Überraschungsgeschenk. Da haben wir tatsächlich so eine richtige Challenge rundherum gebaut. Und sie wusste von dieser Reise nichts. Und das ist dann wirklich aufgelöst worden. Ich sage jetzt mal an einem Freitag, später Nachmittag. Und Samstagmorgen ist der Flieger auch schon losgegangen. Also das war richtig eine coole Aktion. Ein schöner Urlaub, erinnere ich mich gern zurück. Und war meine letzte Reise. Verreist du dieses Jahr? Es ist geplant, eventuell einen Kurztrip nach Deutschland zu machen, so vielleicht für 1, 2, 3 Tage, aber so richtig eine Weiterreise oder dass ich das mehr mal wieder sehen könnte, was ich mir sehr wünsche, ist tatsächlich nicht geplant. Durch den Umzug, ja, hat es einfach geldtechnisch nicht gereicht, da auch noch Urlaub einzuplanen. Vielleicht ergibt sich etwas spontan, das weiß man ja nie. Aber aktuell ist keine Reise für dieses Jahr geplant. Dafür war der Umzug zu wichtig teuer und man kann nur Step by Step Sachen machen. Deswegen nein. Du machst ja öfters Gewinnspiele für deine Abonnenten. Hast du selber schon mal was Schönes gewonnen? Das ist super lieb, dass ihr meine Gewinnspiele gut findet. Ich freue mich darüber. Danke mal dafür. Ich habe selbst
ja, Kleinigkeiten gewonnen, also jetzt nichts, was nicht jeder schon mal gewonnen hat. Ich habe einmal, da war ich Kind, mit meiner Oma gemeinsam auf so einem Dorffest eine Reise gewonnen. Also meine Oma natürlich, weil ich war damals, ich glaube, 10, 12 und man darf ja da noch nicht bei so Glücksspielsachen mitmachen. Aber es war so ein Dorffest und da hat meine Oma eine Reise nach Korfu gewonnen, die wir dann gemeinsam gemacht haben, weil wir gemeinsam auf dem Dorffest waren. Und da hatten wir dann eine Woche lang, ja, Urlaub in Korfu, das war sehr cool. Und einmal habe ich gewonnen, was sehr Außergewöhnliches, das war am Sportfest bei unserem, ja, Sportverein im Ort. Und da habe ich tatsächlich den Hauptgewinn gemacht und zwar ein echtes Lamm. Ihr werdet jetzt sagen, das ist ein Gewinn. Das war halt damals so, da war ich, ich glaube, 14, 15. Und ja, ich war auch da in der Gemeindezeitung und alles. Es war an sich eine witzige Geschichte, aber der Gewinn an sich war jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Das war von einem Fleischerbetrieb, der hat halt da ein lebendes Lamm zur Verfügung gestellt als Gewinn. Ob man sowas heutzutage als Gewinn sieht, damals war es gang und gäbe, dass man sowas halt gewinnt oder auch verschenkt sozusagen, vor allem in den Ortschaften. Ich lebe ja jetzt nicht in einer großen Stadt. Ja, aber ich sehe es nicht als großen Gewinn. Also würde ich dann eher noch die Reise mit meiner Oma als großen Gewinn sehen. Ja, also ich würde sagen, eher mittelmäßig. Habt ihr schon mal was Cooles gewonnen? Schreibt mir das gerne. Also ich würde schon gern wissen, ob irgendjemand von euch vielleicht mal einen richtig coolen Gewinn gemacht hat. Irgendwie kann ja auch ein Geldgewinn sein, dass man sagt, also das wäre natürlich cool im Lotto zu gewinnen, aber ja, egal. Ich schweife ab. Wir kommen zur nächsten Frage. Hast du noch eine andere Leidenschaft als die Beauty-Welt? Absolute Deko-Welt. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Deko ist so mit Beauty das, was mich am meisten begeistert. Leidenschaft sonst? Ich bin eigentlich ein sehr simpel gestrickter Mensch. Mir sind meine Familie, meine Freunde wichtig und dafür opfere ich auch viel Zeit. Und da geht auch viel Zeit drauf, wenn man sich für andere Menschen interessiert vor allem. Also ich bin schon ich würde sagen, eine gute Zuhörerin, die sich viel Zeit nimmt für meine Familie, für Freunde, auch hilfsbereit ist, wenn man mich braucht. Und ich glaube, so ein großer Teil, ich würde es jetzt natürlich nicht als Leidenschaft bezeichnen, aber so hobbymäßig ist es dann noch die Deko-Welt, die mich wirklich begeistert, wo ich Spaß dran habe, zu dekorieren, umzudekorieren, Inspiration zu holen. Ich hätte eigentlich auch schon diesen Gedanken, mehr zu reisen, das wäre auch was, wofür ich mich sehr begeistern könnte, ist aber immer mit sehr viel Geld verbunden. Und ja, ich glaube, so würde ich die Frage abschließen. Ob sie jetzt perfekt beantwortet ist, glaube ich tatsächlich nicht. Hast du mal vor, beruflich dich zu verändern, eventuell Zusatzausbildung zu machen? Ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr lange in meinem Job und auch glücklich. Also ich mag meinen Beruf oder meine Arbeit. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich arbeite bei einem Gericht. Also bin so eine Sachbearbeiterin, so würde ich es jetzt mal betiteln. Ob ich eine Zusatzausbildung machen würde, wenn ich es einfach machen könnte, ohne da irgendwie Verlust zu haben oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich würde super gerne so eine richtige Make-up-Artist-Ausbildung machen. Sowas würde mich sehr interessieren. Einfach das professioneller zu machen, das wäre schon was, was ich echt cool finden würde. Aber so richtig jetzt in meiner Arbeitswelt da noch was dazu, könnte ich mir nicht vorstellen. Also wüsste ich jetzt nicht. Und ich muss auch dazu sagen, wenn es jetzt um das Thema Studieren oder irgend sowas in der Richtung geht, ich bin eine absolut schlechte Lernerin. Also ich tue mir wirklich schwer, Sachen zu lernen. Schon in der Schulzeit war ich nicht gut in der Schule. Also ich war da nicht eine, die immer bei den guten Noten dabei war. Und deswegen würde ich so die Schulbank eigentlich nicht mehr drücken wollen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sage ich ehrlich. Da bin ich einfach ein Fauli.
Wolltest du schon immer mal was Neues hobbymäßig ausprobieren? Stricken, häkeln, basteln? Ich glaube, die einzige hobbymäßige Veränderung zu meinem Alltag war tatsächlich damals mit YouTube anzufangen. Das war so komplett aus meiner Komfortzone raus. Konnte ich mir am Anfang auch gar nicht vorstellen, dass ich das so lange mache. Habe mir immer gedacht, ja, schauen wir mal, ob das Spaß macht, wie viel Spaß das macht. Und es macht mir immer noch mega Spaß. Und sonst hobbytechnisch bin ich offen, aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich unbedingt machen. Weder jetzt in Richtung Sprachen noch in eben Häkeln, Stricken, Basteln. Da bin ich nicht unbedingt begabt, würde ich sagen. Ich glaube, so mein Bastelherz gibt es nicht. Ich kann zwar vielleicht niedlich eine Karte gestalten, aber das war es dann auch schon. Also ja, da bin ich nicht begabt. Sonst ein Musikinstrument oder so habe ich als Kind schon probiert. Also ich habe das schon Flöte probiert und Gitarre probiert. Das liegt mir auch nicht. Sporttechnisch war ich nie begeistert, muss ich sagen, aber habe auch da einiges probiert. Ich war früher als Kind reiten. Ich habe Tennis gespielt, aber das ist einfach nichts geblieben, wo sich wirklich eine Leidenschaft entwickelt. Was nicht heißt, dass es nicht in Zukunft noch passieren kann. Könntest du dir vorstellen, in ein Haustier zu halten? Für alle, die mich schon sehr lange verfolgen, wissen, ich hatte 2 Stubentiger, die mittlerweile leider verstorben sind, was mir immer noch mein Herz zerbricht, wenn ich an sie denke. Also es ist nach wie vor für mich schwer, es zu akzeptieren. Ich glaube, alle, die Haustiere haben oder hatten und diese über eine lange Zeit hatten, wissen, dass dieses Gefühl von Verlust ziemlich lange bleiben kann. Und das ist bei mir komplett egal, ob es bei Menschen oder bei Tieren ist. Ich bin da sehr empathisch und ich brauche da wirklich lange, um das zu verarbeiten, muss ich ehrlich sagen. Und das Ganze ist jetzt noch nicht so lange her. Ich hatte meine beiden Kater über 12 Jahre und jetzt sind sie, ich muss jetzt lügen, ich glaube, der eine ist jetzt 4 Jahre tot und der andere 3 Jahre. Bitte nagelt mich nicht fest, ich bin ziemlich schlecht in so Zeitrechnungsgeschichten. Aber ja, ich habe da immer noch ein bisschen dran zu knabbern. Wenn ich alte Videos oder Fotos sehe, beginne ich nach wie vor zu weinen. Und dann tut es mir in der Seele weh, auch wenn ich jetzt drüber spreche, fängt es an, dass ich schlucken muss. Ja, ist schwierig. Ich liebe Haustiere, ich liebe allgemein Tiere, also ob das Hund, Katze ist, und da bin ich immer voller Freude, wenn ich irgendwie Haustiere sehe und Ding, das ist super süß. Aber ich habe es tatsächlich nicht vor, mir in naher Zukunft ein Haustier anzuschaffen. Noch dazu ist es in der jetzigen Wohnung so, dass Haustiere nicht gewünscht sind. Was für mich jetzt nicht irgendwie schlimm ist oder so, weil ich mir jetzt nicht gedacht hätte, oh, ich hätte gerne in 1-2 Jahren ein neues Haustier. Ich habe die meiste Zeit meiner Jugend meine Zeit für meine 2 Stubentiger geopfert. Und ich meine geopfert, damit ich bin dann schon ein Mensch, wenn ich Haustiere habe, dann kümmere ich mich natürlich voll und ganz um sie. Davon gehe ich aus, bei allen anderen auch, aber ich war dann wirklich nicht stundenlang weg. Ich habe geschaut, dass ich immer zu Hause schlafe, dass sie nicht zu viel allein sind. Und es ist nun mal eine große Verantwortung, die man da übernimmt. Ob das jetzt Katze oder Hund ist, komplett egal. Katzen sind da wahrscheinlich noch ein bisschen flexibler als Hunde, weil man sie nicht Gassi führen muss. Aber Katzen möchten auch immer frisches Fressen haben oder ein schönes Katzenklo. Und deswegen war mir das auch wichtig, da immer viel und regelmäßig zu Hause zu sein. Und gerade als junger Mensch war das oft schwierig, wenn man vielleicht mit Freunden unterwegs war und vielleicht gern mal 1-2 Nächte nicht nach Hause kommen hätte wollen, war das in meinem Fall damals schon nicht möglich. Und deswegen genieße ich aktuell die Zeit, diese Verantwortung nicht zu haben. Und habe es auch deswegen nicht vor in naher Zukunft. So, dann geht es noch weiter und da geht es noch ein bisschen um meine Arbeit. Du arbeitest bei Gericht, was machst du da genau? So genau möchte ich gar nicht eingehen drauf, weil das mir einfach zu privat ist. Aber ich kann euch sagen, dass ich mit Akten zu tun habe, Aktenbearbeitungen mache. Also eher so ein sehr trockenes Thema.
Und da spielt mir halt YouTube gut rein, weil das so dann der kreative Part ist, wo ich mich kreativ ausleben kann. Ich habe in den verschiedensten Bereichen zu tun, ob das jetzt soziale Bereiche sind, wenn es jetzt zum Beispiel geht um Arbeitslosen, wie soll ich sagen, Arbeitslosengeschichten oder auch um Behinderungen, Bemessungen von Behinderung im Zuge von Passausstellung. Genauso hab ich damit zu tun, was das Thema Asyl angeht. Also wir behandeln wirklich sehr breitflächig Themen und dadurch ist auch eine gewisse Abwechslung in meinem Job vorhanden. Und ich bin halt einfach da eine Sachbearbeiterin und kümmere mich um verschiedenste Akten. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage ein bisschen beantworten. Zu viel möchte ich da einfach nicht preisgeben, liegt aber auch einfach an dem Datenschutz, den ich einhalten muss. Also das liegt nicht nur daran, dass ich es nicht mit euch teilen möchte, sondern ich bin da halt auch in einem Job, wo Datenschutz richtig groß geschrieben wird und ich daher auch nicht so viel preisgeben darf. Du hast Homeoffice, hast du erwähnt. Wie lässt sich das in deinem Job kombinieren? Ja, tatsächlich habe ich jetzt schon das dritte Jahr Homeoffice. Also Corona hatte nicht nur negative Aspekte. Bei uns wurde Homeoffice eingeführt und ich habe aktuell 2 Tage die Woche Homeoffice, was sich für mich privat super ergeben hat, weil das einfach ein ganz anderes und entspanntes Arbeiten ist, nicht immer ja, zeitlich an das Büro gebunden zu sein. Beziehungsweise muss ich auch vielleicht dazu sagen, ich lebe in Niederösterreich, arbeite aber in Wien. Das heißt, ich fahre rund eine Arbeitsstrecke sind rund 40 Minuten, die ich mit meinem Auto zurücklege. Also auf den Tag gesehen bin ich gut 1 Stunde 15 mindestens unterwegs, Stau nicht mit eingerechnet. Und somit hat sich das super angeboten, Homeoffice zu bekommen und es auch wahrzunehmen. Es lässt sich für mich super kombinieren, da wir nicht nur in Papierform mit Akten arbeiten, sondern auch in elektronischer Form. Und die kann ich toll von daheim auch erledigen. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage und ich hoffe, dass es dann nicht allzu lange für euch war. Wie sehen deine Arbeitszeiten aus? Also ich habe eigentlich relativ flexible Arbeitszeiten. Ich habe teilweise freie Zeiteinteilung. Ich muss natürlich ganz normal meine 40 Stunden arbeiten. Also ich habe einen Vollzeitjob. Und die meiste Zeit fühlt es sich nicht nach Gleitzeit an. Die meiste Zeit arbeite ich tatsächlich, ich würde sagen, von circa 7 bis 15 Uhr. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Arbeit anfällt. Aber das ist so der meiste oder die meiste Zeit, die ich mit meiner Arbeit verbringe. Wie gesagt, es kann auch früher und später werden. Und ich habe auch Frühdienste zum Beispiel, wo es wesentlich früher losgeht. Aber so 7:15 ist so Daumen mal Pi die Arbeitszeit, die am meisten vorkommt. Ja, das so viel mal zum Q&A-Teil. Ich hoffe, ich habe alle Fragen soweit für euch beantworten können. Wenn irgendwas offen ist oder auch mit diesen ganzen Alltagsgeschichten von vorher, dann lasst mich das gerne in die Kommentare wissen. Und wenn sich durch dieses Q&A irgendwie Fragen ergeben haben, die für euch jetzt spannend sind, dann schreibt mir die und ich nehme sie einfach wieder mit auf. Es ist ja für mich auch okay, in Vlogs vielleicht auch mal nur 2, 3 Fragen zu beantworten. Ich habe da immer Bock drauf und ich finde das irgendwie schön, wenn ihr auch ein bisschen mehr von mir mitbekommt als nur die Beauty-Leidenschaft. So viel dazu und dann sage ich nochmal herzlichen Dank. Da waren tolle Fragen dabei. Ich hoffe, ich habe sie für euch einigermaßen gut beantworten können. Ich packe jetzt schnell die My Little Box da mal aus und dann schauen wir uns die gemeinsam an. Ich bin gespannt, was da drinnen ist. So, ich habe das ja jetzt schon aufgemacht und wir schauen da jetzt einfach mal gemeinsam rein. Die ist diesmal bei mir urschnell angekommen. Ich habe damit eigentlich nicht gerechnet. Die kommt dann immer in so einen Umkarton. Und das ist diesmal die My Little Box. Ich zeige es euch ja nicht so oft und das ist tatsächlich die einzige Box, die ich im Abo habe. Ich finde die Tasche schon mal richtig cool. Schaut euch mal diese coole Tasche an. Mega.
Und wir schauen einfach, was da drinnen ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich packe die ja nicht so oft mit euch aus. Habt ihr eine Abo-Box? Also ich tendiere tatsächlich, die auch vielleicht irgendwann abzumelden. Aber ja, habe mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde sie halt dann immer super niedlich gestaltet. Ich mag an der My Little Box, dass sie nicht so eine typische Abo-Box ist, wo nur Make-up-Produkte sind. Man hat auch Spaß und so auch dabei, was ich ein bisschen spannender finde. Und ich da immer richtig Spaß schon hatte, die immer auszupacken. Und die ist eben nicht so klassisch wie zum Beispiel die Glossy Box. Wir schauen hinein. Als erstes habe ich ein richtig cooles Produkt. Habe ich mir nicht geholt von Catrice, der Space Glam Holo Highlighter. Tatsächlich habe ich mir den ja nicht geholt. Den werden wir uns mal anschauen. Mega cooles Produkt. Soll ich ihn swatchen? Ja. Finde ich cool. Cooles Produkt. Mhm. Mega, mega. Finde ich nicht schlecht. Dann haben wir drinnen ein Lippenpeeling von My Little Beauty. Das ist das hier. Finde ich cool, denn Lippenpeeling geht immer. Kann man immer gebrauchen. Und My Little Beauty ist die Eigenmarke von der My Little Box. Also da hat man auch immer Produkte dabei. Ich muss mir das jetzt gerade in meine Jogginghose schmieren. Das tut man eigentlich nicht, also nehmt euch kein Beispiel dran. Dann haben wir auch was Cooles und zwar ein Scrunchie. Und das meine ich eben. Ich finde das cool, dass die My Little Box da eben auch solche Sachen reinpackt. Ja, das fühlt sich gut an. Ein schönes Scrunchie in so Fliederfarben. Mega, finde ich cool. Taugt mir. Und kann ich mir gut vorstellen zu nutzen. Ich habe recht viele Scrunchies, nutze ich aktuell aber echt wenig. Ich weiß nicht, greife einfach nicht dazu. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr hübsch. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch zwei Produkte. Einmal von Laneige. Cream Skin Therapeutic Toner und Moisturizer. Spannend. Das sieht so aus. Mhm. Ja, finde ich nicht schlecht. Und das letzte Produkt, das haben wir richtig oft in der My Little Box und das ist eigentlich nichts, was mich jetzt so umhaut. Und ihr werdet sagen, das haut dich nicht um. Nein, irgendwie catcht es mich nicht. Von MAC ein Lippenstift. Und zwar die Farbe 707 Ruby Woo. Ruby Woo, ja. Können den gerne mal aufmachen. Ich finde, dass das halt immer schwierig ist, weil das immer Farben sind, die mir halt nicht zusagen. Das ist so ein richtig roter Ton. Hm. Ja. Ich habe die bis jetzt immer weitergegeben, entweder in Adventkalender, Freundinnen verschenkt. Ich glaube, verlost habe ich so noch keinen. Ach, das könnten wir doch glatt machen. Wir könnten doch einfach glatt eine Verlosung reinknallen, oder? Finde ich gerade eine mega coole Idee, da etwas zu verlosen. Ich weiß noch nicht, was ich euch reinpacke. Das überlege ich jetzt gerade. Ich könnte aber mal meine Verlosungskisten holen, dass wir da gemeinsam reinschauen. Und während ich die hole, zeige ich euch, was ich mir gestern noch geholt habe. Ich habe euch ja von meinem Balkon noch nicht so viel gezeigt. Da haben wir letztes Mal, habe ich in ein paar Kommentaren gelesen, dass ich auf den noch gar nicht so eingegangen bin, weil ich zu dem noch nicht gekommen bin aktuell. Also das wird noch folgen. Vielleicht schon im nächsten oder übernächsten Vlog, dass ich euch da ein bisschen mehr mitnehmen kann. Ich möchte mir noch Balkonmöbel eben kaufen. Ich habe ja zum Geburtstag, das Video ist schon online, Geld geschenkt bekommen, dass ich eben den Balkon auch hübsch gestalten kann. Ihr werdet das bestimmt in einem Vlog sehen, aber ich habe halt noch nicht die Zeit gehabt. Und möchte jetzt, glaube ich, spontan eine Verlosung reinknallen. Ich glaube, auf das habe ich Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und weil ich dann meine Sachen holen muss, dass wir gemeinsam vielleicht mal so eine Verlosungsbox backen, ist sicher auch mal cool, oder? Und dieses Mal ist sehr viel anders und spontaner als sonst. Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Zeige ich euch, was ich mir aber gestern noch geholt habe. Und dafür müssen wir mal rübergehen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um mit euch das zu packen. Moment, Moment, ich zeige euch aber vorher noch, was ich gestern geholt habe. Ich habe mir einmal gestern schon geholt einen Schirmständer, den habe ich günstig bei Penny geholt.
so einen Plastikschirmständer, den man dann einfach mit Flüssigkeit füllt. Hier habe ich auch eine Tasche, wo schon die Balkonsachen drinnen sind. Da habe ich, das ist jetzt Deko, das hat mit Balkon nichts zu tun. Da habe ich einen Aschenbecher und hier habe ich dieses eine Windlicht, was ich gesagt habe, für den Garten. Hier habe ich so ein Windrad und so Sitzpolster. Und hier habe ich einen Sonnenschirm in beige neben meinem Bügelbrett. Ja, den habe ich aber auch noch nicht ausgepackt, ist aber nicht so hoch. Und der soll mir dann Schatten geben. Ich hoffe, dass das so klappt. Gut, und dann möchte ich ja mit euch die Verlosungskiste packen. Ich bin jetzt ziemlich nah, sorry. Auch da zeige ich euch einen Blick. Das sind so meine Verlosungskisten und hier herrscht noch ein bisschen Chaos. Ich hoffe, dass ich das auch bald in den Griff bekomme. Und die nehme ich jetzt mit rüber und dann suchen wir uns schöne Goodies für euch aus. Ich habe mir die jetzt in die Hände genommen, also ihr seht sie hier, und gehe mit euch zurück, stelle euch wieder ab. Auf hier. So, stellt die mal hier ab, die Kisten. Gebe euch mal ein bisschen höher, dass ihr mich auch sehen könnt. Ich sitze so unglaublich gern auf meiner Couch. Ich liebe sie einfach. Sie ist so gemütlich. Am liebsten würde ich nur hier Videos drehen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich finde es so toll. Ich habe zwei Kisten aktuell, wo ich immer für euch ein bisschen was sammle. Und in der einen Kiste habe ich immer einen Haufen Masken, wo immer eine rein darf. Und in der anderen Kiste habe ich einfach so, ja, Produkte, die ich nicht benutze, die ich aus Boxen habe, unter anderem, ja, ganz Verschiedenes. Und da wähle ich dann immer einfach Produkte für euch, was euch gefallen könnte, und packe halt dann immer so eine kleine Verlosungskiste zusammen. So, und ich lasse euch das, soll ich euch mit reinlunsen lassen, was wir diesmal packen? Ist vielleicht für euch spannend, oder, was man so verlosen könnte. Ich werde mir da den Deckel von der einen Glossybox hernehmen und dann kann ich euch ja mit reinschauen lassen. So, das ist eben die Kiste und da der leere Teil der Kiste. Ich werde auf jeden Fall für euch hineinpacken den Mac. Der hat mich irgendwie inspiriert, jetzt durch die My Little Box. Und auch dieses Laneige Cream Skin Therapeut. Ich glaube, die zwei kann ich euch abtreten aus der aktuellen My Little Box. Und dann schauen wir, was ich hier noch so habe. Das ist ein Tuch. Finde ich ganz süß. Da habe ich so ein Haarglossing. Vielleicht ist das ein spannendes Produkt von Revolution, habe ich mir gedacht, für die Augenbrauen, so eine Palette. Die habe ich mal, ich weiß nicht wo, drinnen gehabt. Ich glaube, die packe ich euch in die Verlosung. Finde ich spannend. Da habe ich auch aus Adventkalender noch ein paar Sachen, die ich nicht selber benutzen wollte. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht auch eine Handcreme. Habt ihr Bock auf eine Handcreme? Ich lege mal alles rein, was irgendwie interessant wird und zeige euch dann wirklich am Schluss, was ihr dann wirklich gewinnen könnt. Hier hätte ich noch einen Highlighter. Der war aus dem Adventkalender, den habe ich auch nicht benutzt. Den finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht packe ich den euch auch hinein. Vier Produkte haben wir. 2, 4, 5. Vielleicht noch eines. Vielleicht von Kitty so ein roter Nagellack. Ich finde ja rot, auch ich habe jetzt aktuell rote Nägel. Nicht mehr lange, ich habe bald wieder Nagelstudios, die sind schon richtig rausgewachsen. Aber ich mag eigentlich rote Nägel und so ein roter Nagellack wäre vielleicht auch passend zum Lippenstift. Finde ich cool. Ja, könnte man schon machen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Auswahl, würde ich sagen. Soll ich noch was hineinpacken? Ich gebe dann noch Masken drauf, aber das zeige ich euch gleich. So, ich habe das jetzt für euch zusammengepackt. Und zeige ich das nochmal schnell durchlauf, weil das ja doch jetzt sehr spontan war. Einmal den MAC Lippenstift. Geht an einen von euch. Ich packe auch von Essence diesen goldenen Highlighter rein. Ich packe hinein diese Brow Palette. Ich packe hinein diesen Toner und Moisturizer von Laneige. Ich packe passend zum Lippenstift diesen roten Nagellack von Gitti ein
Und von Skin & Co. eine Trüffelhandcreme in einer kleinen Tube, wo man auch mal die Chance hat, es aufzubrauchen. Und dann habe ich noch in meinen Masken herum gesucht, weil sowas packe ich auch immer sehr gern rein. Ich habe auch zusätzlich dieses Tuch wirklich mir überlegt. Es ist ein Halstuch, ich nutze sowas nicht, ich bin eher so ein Schaltyp, aber ich weiß, dass manche von euch gerne Halstücher benutzen und das war aus der My Little Box und ich glaube, dass das den einen oder anderen gefallen könnte. Und dann habe ich noch Masken hineingepackt, einmal von Balea die Fruity Chocolate, um dieses Rot vom Lippenstift wieder mit aufzunehmen. Eine Glitter Peel-Off Maske von Seven Heaven und zu guter Letzt von Yuti, das sind diese neuen, wo du Augenpads und Lippenmaske in einem hast. Sowas setze ich noch oben drauf. Ja, was müsst ihr machen? Dafür, das steht alles natürlich wie immer in der Infobox, was ihr dafür tun müsst, dass ihr an dem Paket teilnehmen könnt. Ich glaube, dass das wieder ein gut gefülltes Schächtelchen wird. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran mitzumachen. Macht zahlreich mit. Ich freue mich immer darüber. Und ja, damit ich weiß, dass ihr mitmachen wollt, brauchen wir noch irgendeine Idee? Ich habe eine witzige Idee, nachdem ich euch von der Pizza erzählt habe heute. Schreibt mir doch einfach, ich blende es hier auch nochmal ein, beantwortet mir die Videofrage einfach, welche Lieblingspizza habt ihr? Wenn ihr mir die Frage beantwortet, dann weiß ich ja automatisch, dass ihr ja daran teilnehmen wollt. Also schreibt mir sehr gerne eure Lieblingspizza. Und wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ich mag Pizza nicht, dann schreibt mir einfach, warum ihr Pizza nicht mögt. Dann weiß ich auch, okay, ihr habt das Videothema aufgenommen und sagt mir halt, warum ihr Pizza nicht mögt. Alles andere findet ihr unten in der Infobox, dass ihr wisst, wie, was, wo, wann und wie das Ganze funktioniert und wer teilnehmen darf. Und da freue ich mich schon auf eure Pizzageschichten, was ihr mir da so berichten werdet. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das wird wieder so ein XXL-Vlog, zumindest vom Gefühl her habe ich das irgendwie, ja, im Gefühl, dass das schon wieder zu viel Quack war von mir war, dann tut es mir leid, aber es kam auch schon lange kein Vlog, somit ist das vielleicht gerechtfertigt. Ich freue mich auf eure Teilnahme zu dem spontanen Gewinnspiel hier. Bin gespannt, wer alle mitmacht, welche Pizzen ihr gerne mögt. Bedanke mich, dass ihr wieder im Vlog dabei wart. Ich hoffe, es war euch spannend genug, auch wenn es jetzt nicht so abwechslungsreich war. Es geht halt nicht immer. Feedback zu dem ganzen Q&A-Sachen würde ich mich freuen. Also ihr habt echt viel in dem Vlog, was ihr mir beantworten könnt. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr das auch tut. Und ich sage danke fürs Zusehen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Vloggy-Video, wann auch immer, sehen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi, Baba.